Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Heute möchte ich euch mal eine etwas ältere Blu-ray Edition vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Blu-ray-Filme der sogenannten Alien Anthology-Serie 1 bis 4. Und hier haben wir eine Exklusiv-Edition und zwar das sogenannte Alien Egg. Ja, die Alien Egg Edition bzw. Anthology Edition ist von Sideshow. Hier haben wir ein schönes Kunststoffmodell von Sideshow, was auf einem Kunststoffsockel steht. Das Alien Eye und die Alien Queen oder das Alien an sich ist eine Art sehr, sehr starkem Gummikunststoff. Ich weiß nicht, was es wirklich ist. Es fühlt sich auf jeden Fall wie ein sehr hartes Gummi an, kann aber jetzt wirklich nicht identifizieren, was es sein soll. Das Ganze oder die ganze Edition ist mal wieder in einer Pappschachtel verpackt mit einem schönen Sichtfenster aus Folie oder Kunststoff und ja, leider Pappe und diese Pappe ist wirklich sehr empfindlich und ja, ich finde es halt schade, dass immer wieder Pappe verwendet wird, aber ist halt so, ne? Ja, auf der Seite sind jeweils nochmal der Aufdruck von der Edition innen drin selber, damit man sehen kann, was es dann wirklich ist. Und hinten haben wir natürlich eine Art Beipackzettel dabei, der uns dann zeigt, was denn in dieser Edition drin ist. Hier haben wir die Filme Alien 1, 2, 3 und 4. Alle vier Filme sind auf Blu-ray und auf DVD. Das heißt, man kann sie auf Blu-ray und auf DVD genießen, wenn man noch keinen Blu-ray-Player hat. Gibt ja auch noch Leute, die haben keinen. Des Weiteren haben wir Alien 1 und Alien 2 mit einer THX-zertifizierten Tonspur. Alien 1 damals Ridley Scott, Alien 2 Die Rückkehr ist von James Cameron. Und die beiden haben schon öfters mal in der Vergangenheit Filme gedreht, die eine THX-zertifizierte Tonspur haben. Alien 3 und Alien 4 müssen leider auf eine THX-zertifizierte Tonspur verzichten. Ist halt so schade. Oder auch nicht. Ist für die meisten wahrscheinlich nicht so wichtig, ob jetzt THX da drin ist oder nicht. Wie gesagt, ich bin halt ein eingefleischter THX-Fan. Ich stehe auf sowas und daher ist das für mich schon schön, wenn ein Film THX-zertifiziert ist. Ja, des Weiteren haben wir natürlich hier oben noch ein limitiertes oder ein Limitiertheitszertifikat. Das ist auch innenliegend. Das garantiert uns die Limitierung dieser Edition. Und ansonsten haben wir hier die Blu-ray bzw. DVD Edition in einer Art, ja, kleinen Pappschuber. Da werde ich euch aber gleich noch mehr zu sagen, wenn wir das auspacken. Ja, an sich das Alien Eye mit dem Sockel und der Alien Queen. Innen drin liegen natürlich dann die Discs bereit. Ein schönes Gimmick, was das Ei noch kann. Es hat ja, Batterien oder man kann Batterien reinsetzen und dann hat man unten einen Schalter und das ganze Ding fängt dann oben etwas an zu leuchten. Sieht schon ziemlich cool aus, also mir gefällt das, werde ich euch aber jetzt zeigen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, packen wir mal das Ei aus und dann zeige ich euch mal, wie das Ei so richtig aussieht. Ja, jetzt habe ich das Alien Eye mal ausgepackt und vor uns steht, wie gesagt, das Modell von Sideshow mit dem Sockel. Innen drin sind natürlich die Blu-rays und hier haben wir einen netten, etwas stärkeren Umschlag, Briefumschlag und hier drin ist also auch dann das Zertifikat. Ich habe das Zertifikat mal rausgenommen. Wie man sehen kann, ist dieses Alien Eye auf 4500 Einheiten limitiert. Ich halte mal ruhig, dann könnt ihr das auch lesen, was da drauf steht. Und schade finde ich aber, dass hier auf diesem Beipackzettel bzw. Flyer jetzt nicht draufsteht, die wievielte Edition ich jetzt besitze zum Beispiel, steht nicht drauf. Was weiß ich, 200 von 4500 ist halt nicht drauf. Und das Ganze ist auf einem ja, mehr oder weniger lieblos gedruckten, etwas festeren Karton. Also wie gesagt, das ist eigentlich ein Flyer. Ja, mehr ist das nicht. So, legen wir das Ding mal auf Seite und widmen wir uns mal jetzt an sich der Edition. Wenn man sie mal rumdreht, habe ich ja schon gesagt, man kann das also wirklich ein bisschen bewegen. Es ist also elastisch, aber sehr, sehr schwierig. Ich will das gar nicht so machen, nachher geht es noch kaputt. Und ich drehe jetzt mal das Alien Eye und ihr könnt wirklich sehen, das Ding ist schon groß, hat auch ein bisschen Gewicht und sieht, also ich finde es wirklich, es ist eine tolle Edition, ne? Also sieht toll aus. Ja, hier haben wir
in einer Art Reliefaufschrift natürlich Alien Anthology. Man kann das berühren, das ist also 3D-mäßig wieder nach außen aufgedruckt oder aufgegossen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben mit dem Kunststoff, aber ich denke mal, das wird in einer Art Form dann heiß reingelaufen lassen und dann erkaltet das natürlich. Dann bekommt man mit Kunststoff so schöne Sachen hin. Aber da habe ich keine Ahnung von. Ja, und hier hinten haben wir dann eine kleine Klappe. Und wenn man dann mal hier dran zieht, kommt dann die komplette DVD Blu-ray Edition von Alien heraus. Ja, ich habe es ja schon gesagt, wenn man hier mal drauf macht oder aufmacht, haben wir hier Alien 1 THX, Alien 2 THX. Dann haben wir Alien 3, Alien 4, hinter den Kulissen, irgendwelches Archivmaterial, Alien 1, Alien 2, Alien 3 und Alien 4 auf DVD. Was mich ein bisschen stört bei der ganzen Box ist, dass es so eine Pappschachtel hier ist, so ein, wie so eine Art Buch gemacht. Und das ist das Einzige, was mich an der ganzen Edition etwas stört, dass es, wie gesagt, in so einer Art Buch gemacht, aber man konnte das wahrscheinlich nicht anders machen, weil das ja auch irgendwie Platz haben muss in dem Ei. Ansonsten, Bild und Ton ist ganz klar absolut top. Gerade auf Blu-ray ist Alien 1 und Alien 2, also es ist ein Alien 2 ist übrigens mein Lieblingsfilm der Alien-Saga und ist schon toll, also es ist wirklich super zu genießen in Full HD und in der ganzen Blu-ray-Qualität, also kann ich nur sagen. Ja, dann zeige ich euch mal gerade, wie das Ei leuchtet. Dazu mache ich das mal hier unten an. Wir haben hier den Batteriekasten natürlich, ne? Den könnt ihr sehen. So, jetzt muss ich nur einmal kurz den Schalter, den haben wir hier auf der Seite, und schwuppdiwupp ist das gute Stück an. Ich drehe es mal ein bisschen, dass man sieht. Ich mache mal den Monitor im Hintergrund aus. Und jetzt könnt ihr sehen, dass das Ei natürlich auch leuchtet. Kleiner Hinweis, wer solche Editionen hat, wie die ET Edition oder Alien Edition, die mit Batterien betrieben werden, mit irgendwelchen Soundeffekten oder mit Licht, mit der Zeit, wenn ihr das nicht gebraucht oder das nicht oft anhabt, solltet ihr die Batterien auswechseln aus Sicherheitsgründen, weil es ist schon vorgekommen, dass die eine oder andere Batterie aus Altersgründen dann ausläuft. Und damit könnt ihr euch die ganze Edition versauen. Ne? Also holt sie raus. Wenn ihr es wirklich nochmal anmachen wollt, müsst ihr sie halt wieder reinbauen. Aber ist auch wieder gesagt eure Sache. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ganz tolle Edition. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Ansonsten, wenn ihr diese Alien Egg Edition nicht mehr bekommen solltet, auf jeden Fall zugreifen. Die gibt es ja noch als Einzel-DVD oder jetzt auch in einem, oder überhaupt in einem Pappschuber gibt es die auch so zu kaufen ohne Edition. Alien 1 bis 4 lohnt sich auf jeden Fall. Ganz tolle Filme, Kult auf jeden Fall. Alien 1 und 2, über Alien 3 und 4 lässt sich natürlich streiten. Aber auf jeden Fall für jeden Sammler, für jeden Fan, der gerne Kino guckt und Filme schaut und was weiß ich, Alien sollte zu Hause sein. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick in die Alien Edition geben. Und wer diese Edition halt noch nicht hat, vielleicht eine Kaufentscheidung herbeiführen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Besucht mich auf Andys Kinoblog auf Facebook. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing-Video. Macht's gut.